den Stellvertreter des Reichsprotektors, SS-Obergruppenführer und General der Polizei, Reinhard Heydrich. Für die Ergreifung des Täters ist eine Belohnung von 10 Millionen Kronen ausgesetzt. Es wird angeordnet, Ausgangsverbot für die Zivilbevölkerung. Alle zivilen Transporter sind einzustellen. Wer sich trotz dieses Verbots auf der Straße zeigt, wird erschossen. Zusammenrottungen, Sportveranstaltungen, Theatervorstellungen und andere kulturelle Veranstaltungen sind mit sofortiger Wirkung verboten. Wer die Täter oder Personen, die an dem verbrecherischen Attentat beteiligt waren, kennt, wer ihnen Hilfe angedeihen lässt oder ihr Eigentum in Verwahrung nimmt, wer Kenntnis ihrer Person oder ihres Aufenthaltes nicht mitteilt, wird mit der gesamten Familie erschossen. Wegen Gutheißen des Attentats wurden zur Todesstrafe durch sofortiges Erschießen verurteilt. Procházková Eliška. Wegen Mitwisserschaft wurden verurteilt. Šimek Otakar. Wegen Beherbergung polizeilich nicht gemeldeter Personen. Matoušková Marie. Wegen feindlicher Gesinnung dem Reich gegenüber und feindlicher Taten verurteilt. Paněk Josef. Pfeiffer Wilhelm. Sirovátka Josef. Čeřenský Antonín. Das Urteil wurde heute vollstreckt. Marka Alois. Feuer! Vollstreckt! Matouš Miloslav. Wer keine Meldung erstattet, Matoušová Jaroslava. Wird erschossen. Bilinský Jaromír. Wird erschossen. Vitouš Jiří. Vitoušová Jana. Petříček Josef. Adámek Stanislav. Seidl Petr. Kaluboš. Reichsprotektor Reinhard Heydrich, heute vor Mittag, um Gottes Willen, gestorben. Staatstrauer. Sofort schwarze Fahnen raus. Flaggen auf Halbmast setzen. Jawohl, Herr Kommissar. Oh. Na, Mädel, wer wird denn schlapp machen? Jetzt müssen wir hart sein. Mitleidlos. Für unser Reich, für unseren Führer. Ihr macht eure Reifeprüfung in einer schönen Zeit. Sie hängen schwarze Fahnen raus. Seht mal da. Er ist endlich krepiert. Überall schwarze Lumpen. Er ahnt auch nur, wie viele Menschen er auf dem Gewissen hat. Prinzipum. Zu höheren Prinzipien? Was soll das? Ich weiß auch nicht. Das ist doch eine Provokation. Ein Skandal! Provokation! Schweinerei! Schweinerei! Gehört Ihnen der Laden? Ja, bitte. Verzeihen Sie. Was soll das heißen? Was hat das zu bedeuten? Ein Schülerscherz. Das ist bei uns üblich zur Reifeprüfung. Was? Das Reich hat Staatstrauer. Raus mit dem Zeug! Diese Schweinerei muss sofort verschwinden!
Verstanden? Ja. Das Großdeutsche Reich hat Staatstrauer. Sind Sie schwerhörig? Starren Sie uns nicht an. Nehmen Sie das Zeug aus dem Schaufenster. Wird für das gesamte Protektorat Böhmen und Mähren Staatstrauer angeordnet. Der Markt auf dem Adolf-Hitler-Platz in Kostelitz ist sofort aufzulösen. Ich wiederhole, der Markt auf dem Adolf-Hitler-Platz in Kostelitz ist sofort aufzulösen. Pozor, pozor, zvláštní hlášení. Z nařízení říšských úřadů se vyhlašuje na území protektorátu Čechy a Morava státní smutek. Trh na náměstí Adolfa Hitlera v Kostelci se okamžitě rozpouští. Runter vom Platz! Opakuji. Das war ein sehr unglücklicher Einfall. Das hätte nicht passieren dürfen. Gerade jetzt, wo Heinrich gestorben ist. Das kann als Provokation wirken. Wie konnte man es ausgerechnet in meinem Schaufenster aufstellen, Herr Direktor? Sie werden mir das Geschäft wegnehmen. Zu höheren Prinzipien. Das geht wahrscheinlich auf mich, aber sehr hübsch gemacht. Hausmeister, entfernen Sie, das schaffen Sie es hinaus. Aber sofort vernichten. Ich empfehle mich. Sie könnten sogar die Reifeprüfung verbieten. Ich bitte Sie, wie kann man jetzt an Reifeprüfung denken? Am Donnerstag wurden 6 Menschen hingerichtet. Am Freitag 12 und am Sonntag 24. Gerade darum. Die Eintrittskarte in das neue, von den deutschen Soldaten geschaffene Europa ist für jeden Tschechen sein positives Verhältnis. Sein positives Verhältnis. Und wie geht's weiter? Das will wohl nicht raus. Lass ihn quatschen. Wozu brauchen wir sein Reich? Richard, flüstern Sie nicht, sonst trage ich Sie ins Klassenbuch ein. Ich flüstere es nur vor mich hin, um es mir einzuprägen. Richard, lassen Sie endlich Ihre Schwäche haben. Dafür ist die Zeit zu ernst. Habe ich keine Form. Weiter, Habelka? Zum Reich Verräter zu sein, heißt das Schicksal, dass alle Tschechen... Ruhe! Nicht genügend, Habelka. Ich lasse Sie nicht zum Abitur zu. Geh ihm schnell nach, Franta. Er soll dich noch einmal prüfen. Sag ihm einfach, du hast Punkt und Komma überlesen. Herr Kollege, ich lasse Havelka nicht zum Abitur zu. Havelka ist ein guter Schüler. Das wissen wir alle. Er hat manchmal Lampenfieber. Ich bitte Sie, Herr Kollege, geben Sie ihm noch eine Chance. In Latein mag Ihr Humanismus möglich sein. Im Deutschunterricht kann ich mir das nicht leisten. Servus, Leutschik. Wie kannst du so unvorsichtig sein, hierher zu kommen? Was du dabei bloß findest. Ich darf mich doch wohl als Kundin von dir bedienen lassen. Dann nimm bitte Platz. Was gibt's Neues? Ich habe heute mit unserem Chef gesprochen. Du bekommst Kopfprämie. Für jeden Fall, den du lieferst, 1000 Kronen. Du könntest viel Geld verdienen. Ja? Mhm. Fein. Guten Tag. Was willst du? Gib mir 20 Kronen, Vater. Ich brauche sie für die Schule. Augenblick, bitte. Sie sind so eng, Herr Seitschik. Ich komme ein andermal vorbei. Küss die Hand, gnädige Frau. Gib das her. Das Zulassungsgeld fürs Abitur. Quatsch nicht und verschwinde. Konnte ich wissen, dass das wieder mal Privatbesuch von dir war? Kümmere dich um deinen Kram.
und fall mir ja nicht beim Abitur durch. Deinetwegen haben sie mich sowieso immer am Kragen. Raus! Eigentlich ist doch überhaupt nichts passiert. Irgend so ein Idiot hat Krach geschlagen. Was denn mehr? Wundervoll. Wie bitte? Seneca. Ich kann in Latein immer nur auf genügend. Auch wenn du in Not bist und der Macht des Feindes ausgeliefert, wäre es doch schändlich, zurückzuweichen. Schütze den Platz, der dir von der Natur gegeben ist. Fragst du, was für ein Platz das sei? Der Platz eines Mannes. Allerhand. Das ist immer noch hochaktuell. Und das nach zwei Jahrtausenden. Unter Nero war das Leben ein Idyll im Vergleich zu dem, was heute geschieht. Sie haben dieses Thema hoffentlich nicht für die schriftliche Prüfung vorgeschlagen. Nein, nein. Aber ich habe einige sehr schöne Stellen gefunden. In den Annalen des Tacitus gibt es zum Beispiel einen Prozess gegen Cremutius Cordus, der den Hungertod stirbt. Und die abschließenden Gedanken sind wunderbar. Aber Seneca mit seinem moralischen Prinzip war für mich immer der Prüfstein. Herr Professor, ein Telegramm. Für mich? Ja. Ist etwas geschehen, Herr Kollege? Von der Schwiegertochter. Mein Sohn ist verhaftet. Das ist ja furchtbar. Kurz nach drei. Sie erreichen noch den Prager Schnellzug. Ich habe jetzt bei unseren Abiturienten Tschechisch. Sie müssen fahren, Herr Kollege. Ich übernehme gerne Ihre Vertretung. Zu höheren Prinzipien bis nach dem Krieg. Eigentlich ist es schade darum. Was soll man da machen? Wenn Sie Staatstrauer anordnen, ist Staatstrauer. Hätten wir Bescheid gewusst, hätten wir das Ganze mit Trauerrand gemalt. Jana? Loisig? Und was wird aus unserem Prinzip? Gib ihn mir. Das schenken wir ihm auf der Abschlussfeier. Fragt sich, ob eine stattfindet. Wieso? Was soll dazwischen kommen? Vielleicht will man, dass wir verschmachten. Die drei Musketiere. Da, Vlastik. Danke. Da haben wir die richtige Zeitung erwischt. Der Herr Reinhard Heydrich. Zeig mal. SS-Obergruppenführer übernahm sein Amt. Lange hat er es nicht gemacht. Macht keinen Blödsinn, Jungs! Da hast du auch ein Andenken an die Klasse. Kinder, Tschechisch fällt aus! Wandersch musst du nach Prag! Wohin denn? Wohin, Abiturienten? Nach Hause, Herr Professor. Tschechisch fällt aus. Herr Professor Wandasch musste nach Prag. Ich habe die Vertretung von Professor Wandasch übernommen. Wir werden uns eine Stunde Latein gönnen. Kommen Sie. Oh. Schlagen Sie den 6. Seneca-Brief auf, den er an Lucilius gerichtet hat. Verzeihung. Aber wir haben uns gedacht, weil morgen doch die schriftlichen Prüfungen sind. Ich habe auch daran gedacht. Darum erfrischen wir uns an Seneca. Herr Professor. Bitte, Rijanek, Sie dürfen gern anfangen. Wir haben gedacht, Herr Professor, dass wir uns irgendwo am Wasser besser erfrischen könnten. Vis tu cogitare istum, quem servum tuum vocas. Übersetzen Sie, Rijanek.
Willst du überlegen? Überlege. Oder vielleicht auch erwäge, dass welchen wir unseren Sklaven nennen. Setzen Sie sich, Rijanik. Sie sind im Geist irgendwo am Wasser. Diese Stunde sollte nicht wie alle üblichen sein. Aber das höhere Prinzip der Moral gestattet mir nicht, auf Sie irgendeinen Zwang auszuüben. Gehen Sie also ans Wasser. Aber benutzen Sie die Zeit wirklich, um sich auf morgen vorzubereiten. Amerika, kommen Sie her. Herr Professor Richter wird Sie morgen nach der Schriftlichen noch einmal in Deutsch prüfen. Also kein Lampenfieber. Und üben Sie noch ein bisschen am Wasser. Vielen Dank, Herr Professor. Du bist noch mal gerettet. Warte. Verzeihung, Herr Professor. Wie sieht es bei mir aus? Gar nicht gut, Zajcik. Sie haben den Unterricht nicht ernst genug genommen. 4 ungenügend haben Sie. Sie sind Schlechteste. Es tut mir leid, aber wir können Sie nicht zur Reifeprüfung zulassen. Na, Prost Mahlzeit. 4 Nieten. Mit dir gehen Sie wohl durch. Verzieh dich. Mit Gewalt kann man niemanden erziehen, Rijanik. Auch Seitsch nicht. Was habt ihr? Was tobt ihr wie eine Herde Büffel? Prinzip, Herr Professor Malik hat uns nach Hause geschickt. Was gibt's denn, Skalowa? Seien Sie bitte nicht böse, Herr Professor. Wir haben doch morgen lateinschriftliche Prüfung. Wissen Sie nicht zufällig was? Aber Skalowa. Skalowa, kommen Sie her. Lesen Sie sich den Tacitus durch. Seine Annalen. Ja. Da steht etwas von einem Cremutius. Cremutius Cordus. Ja, Cordus. Etwas mit Hungerstreik, nicht wahr? Tut mir leid, Herr Seitschek. Sie haben seit 3 Jahren keine Steuern gezahlt. Mehrere Mahnungen haben Sie von uns bekommen. Aber Sie haben nicht darauf reagiert. Sie wollen bei mir doch nicht pfänden. Das Gesetz kennt nun mal keine Ausnahmen, Herr Seitschek. Bitte führen Sie die Inventarisierung durch. Ein Ladenregal aus Holz, zweiteilig. Gestatten Sie bitte. Eine Registrierkasse. Amerikanisches Fabrikat. Man handelt manchmal unüberlegt. Du bist schon aus der Schule zurück? Prinzip hat uns freigegeben. Wegen der Prüfungsarbeit morgen. Lass mich mal. Aber sieh dich vor. Spritz dich nicht voll. Wird Zeit, dass ich Geld verdiene. Aber dann quälst du dich mit diesem Dreck nicht mehr rum. Nach dem Krieg musst du studieren. Ich will, dass was aus dir wird. Karl Mutschka wird auch studieren. Medizin.
Er hat in Prag eine Tante. Er sagt, ich könnte auch bei ihr wohnen. Und wenn ich mir noch einen Nebenverdienst besorge? Wozu, Blastik? Ich werde dir Geld schicken. Ich nehme noch ein paar Kunden an. Nein, Mutter. Die Schinderei muss aufhören. Ich schlage mich schon allein durch. Und wenn nicht, ich bring's auch ohne Staatsexamen zu was. Guten Tag. Grüß dich, Plastik. Ach, das Fräulein Skalova. Ich habe Ihrer Mutter doch gesagt, dass es erst morgen fertig ist. Plastik bringt gerade ihre Wäsche aus. Ich komme nicht wegen der Wäsche. Ich wollte nur zu Plastik. Was ist? Ich kenne das Thema für Latein. Wondracek hat's mir gesagt. Mir genügt es, wenn das Prinzip morgen an die Tafel schreibt. Naja, aber ich... Ich dachte, du würdest mir vielleicht helfen. Ich finde die Stelle nicht. Ich habe jetzt keine Zeit. Na dann, auf Wiedersehen. Geh und hilf ihr, Plastik. Sie hat dich gebeten. Jana, warte! Gehen wir. Egressus de in senatu. Vitam abstinentia finivit. Das könnte es auch sein, nicht wahr? Er verließ dann den Senat und beendete sein Leben durch Hunger. Cremutius Cordus? Ja, weil er den Mörder Cäsars gelobt hatte. Übersetze. Quo magis socordiam eorum in ridere libet, in ridere... Bedeutet das nicht lächeln? Im Gegenteil, auslachen. Ah, in ridere libet, libet, libet. Er liebt es auszulachen? Wie kommst du darauf? Secordiam in ri... In ridere socordiam. Hat das was mit Herz zu tun? Herzlichkeit. Wieso? Denk mal nach. Beschränktheit. Guck nicht so, überleg lieber. Socordi. Umso lächerlicher ist Beschränktheit, eorum. Jener? Damit mein Tacitus die gegenwärtigen Machthaber. Qui presenti potentia, welche. Welche. Welche glauben, dass es möglich sei, das Gedächtnis kommender Generationen auszulöschen. Das ist unglaublich. Was? Na das. Übersetze weiter. Nam contra punitis ingenis gliscit auctoritas neque. Im Gegenteil, durch Verfolgung geistiger Kräfte wächst deren Gewichtigkeit. Und fremde Könige oder wer sonst solche Zerstörungslust übte, haben sich selbst nur Schande und jenen anderen Ruhm verschafft. Wie geschaffen für eine Arbeit in der heutigen Zeit. Das hat Prinzip großartig ausgesucht. Lies du wieder. Ceterum postulandis reis. Übrigens, postulandis reis. Ohne dich wäre ich schon in der Quarta geplatzt. Ich schieb dir morgen Schummelzettel rüber. Noch ein paar Tage und... Wir haben die Schule hinter uns. Es tut mir schon jetzt leid. Warum? Wer weiß, was aus uns wird. Von dir wird das Arbeitsamt nichts wollen. Dafür wird dein Vater sorgen. Du wirst ein bisschen Tennis spielen, schöne Kleider spazieren tragen und bald... Gnädige Frau. Meinst du das im Ernst? Das war bloß so dahingeredet. Wir müssen gehen. Warte, Plastik. Du kannst mich nicht ausstehen, nicht wahr?
Ich habe manchmal das Gefühl, zum Beispiel heute in der Schule, dass du mich überhaupt nicht leiden kannst. Jetzt auch wieder. Komm, komm. Pflaster mit den Jungs. Komm weg. Nein. Alle im Chor. Arma virumque cano, troie qui primus ab oris, italiam fato profugus, lavinia que venit litora. Schluss damit, sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen. Mensch, meine Schummelzettel. Nein, hier ist noch. Mich seht ihr nicht wieder. Ein Glück, dass wir uns nicht gesehen haben. Das wäre dir wohl sehr peinlich. Mir kannst du sagen. Nein. Ich habe Angst, dass man dich nach Deutschland schickt, Plastik. Würdest du nach mir Sehnsucht haben? Was willst du anfangen? Man muss den Krieg überdauern. Vielleicht irgendwo auf dem Land. Aber nicht so weit weg von hier. Des Standgerichts in Prag vom 4. Juni 1942 wurden zur Todesstrafe durch Erschießen verurteilt. Czerwenka Antonin, geboren am 2. Februar 1896 in Tabor. Zylowatka Josef, Plastik, geboren ich habe am Angst. 8. September 1933 in Prag. Hab keine Angst. Czerenski František, geboren am 6. Februar 1884 in Pardubice. Klima, Jan, geboren am 28. März 1905 in Prag. Rummel, Jaroslav, geboren am 10. Juni 1887 in Pardubice. Uderna, Rudolf, geboren am 17. April 1896 in Hradec-Králové. Matoš, Stenek, geboren am 17. Februar 1891 in Prag. Matuškova, Marie, geboren am 8. Februar 1894 in Prag. Beranek, Josef, geboren am 22. Mai 1908 in Rakovník. Veselý, Karel, geboren am 26. April 1905 in Zlín. Noskova, Vera, geboren am 3. August 1902 in Butjovice. Kraus, Arnosch, geboren am 12. Dezember 1897 in Luhačovice. Miksova, Stenka, geboren am 21. Januar 1901 in Prag. Kohutova, Marie, geboren am 7. März 1909 in Liberec. Jirasek, Pavel, geboren... Es ist furchtbar, was heute geschieht. Sie ermorden ganze Familien mit den Kindern. Ich verstehe Sie nicht, Herr Professor, wie Sie dabei so ruhig lesen können. Ich lese nicht, Frau Mraskova. Das ist Seneca. Seneca war der Lehrer des römischen Kaisers Nero. Und als Nero seine Schreckensherrschaft errichtete, trieb er neben vielen anderen edlen Menschen auch diesen großen Philosophen zum Selbstmord. Wenn aber Rechtlosigkeit regiert, so hat jeder, auch der Sklave, ein Recht sowohl über dein Leben als über deinen Tod. Auch der Sklave ein Recht sowohl über dein Leben als über deinen Tod. Gedenke all jener, die häuslicher Nachstellungen oder äußerer Gewalt oder List erlagen. Zur Unterstützung der Täter auf! Ich möchte gern den Paragraphen wissen, nach dem man Menschen einfach töten kann. Wie Schlachtvieh. Du darfst dich nicht zu viel damit beschäftigen, Jan. Du bringst dich noch in Gefahr.
Wo ist Jana? Warum ist sie noch nicht zu Hause? Sie haben gelernt und dann ist sie mit Vlastik spazieren gegangen. Sie haben Sorgen wegen der Prüfung. Herr Doktor, in der Straße sind Soldaten, direkt vor unserem Haus. Machen Sie schnell Feuer im Ofen. Verbrennen Sie das. Das auch. Sie fahren weiter. Wir haben Glück gehabt. Damit wir uns verstehen, Anna. Zu niemandem ein Wort. Ja, gnädige Frau. Wo bleibt Jana? Das übersteigt doch alles. Ausweis. Name? Vlastimir Ryzhanek. Geboren? 15. Februar 1923 in Kostelec. Name? Jana Skalova. Beruf? Schülerin. Weitergehen. Jana. Wo bist du gewesen? Ich habe mit Vlastik nochmal Tacitus übersetzt. Und fürs nächste Mal merken Sie sich. Solche Verabredungen wünsche ich nicht. Ein für alle Mal. Papa, wir wussten doch nicht, dass... Komm. Also, morgen fangen Sie an. Nehmen Sie einige Arbeiter, Landarbeiter und einige der Intelligenz. Jawohl, Herr Obersturmführer. Wie wär's mit den Abiturienten, die mit dem höheren Prinzip? Wir hätten Ladeninhaber, drei Schüler, Professor, Direktor. Ach, Unsinn. Ist doch nichts Politisches. Die ganze Aktion wird hier in Kostelec durchgeführt. Auch die Liquidation. Jawohl. Exekutionskommando habe ich bereits. Nur die Särge muss ich noch bestellen. Aber ohne großes Aufsehen. Lassen Sie sie in irgendeiner Bude herstellen. Jawohl, Herr Obersturmführer. Tische. Savchito. Aufmachen! Gelato na brau. Sind Sie der Inhaber dieser Tischlerei? Ja, ja, das ist mein Vater. Was wünschen Sie? Eine dringende Bestellung. Im Auftrag des Herrn Oberlandrats. Kriegswichtig. Nalihava objednavkas pshikazo Oberlandratu. No jo, ale, ja nemam žadne Material. Was sagt er? Mein Vater hat leider kein Material. Aha. Geheime Staatspolizei. Die deutschen Armeen bringen der Bevölkerung kein Elend und kein Unglück, sondern Ordnung und Sicherheit. Überall, wo der deutsche Soldat auftritt, kann der heimische Nährstand wieder in Frieden Gärten und Felder bestellen. Ihr lernt ja schönen Blödsinn auswendig. Wir haben damals Goethe und Heine gelesen. Behalt deine Weisheit für dich. Wenn sie es von ihm verlangen, muss er es können. Wo die deutschen Armeen... Jetzt hast du mich ganz durcheinander gebracht.
Und wenn ich durchfalle, mir hängt zum Hals raus. Bist du mir, macht der Spaß? František, Vater meint es doch nur gut. Wohin du heute kommst, überall brauchst du Deutsch. Auf der Post brauchst du Deutsch, auf dem Finanzamt Deutsch, bei der Eisenbahn Deutsch. Selbst die Polizei wird in Deutsch geprüft. Du glaubst doch nicht, dass das so bleibt. Kümmere dich nicht darum. Sieh zu, dass du dein Abitur bestehst. Wir können dich nicht ewig ernähren. Der Abiturient übt für einen Beruf. Sie lachen dich aus, gib mir den Kopf. Die sollen mir den Buckel runterrutschen. Nein, gib her, sonst kommst du noch zu spät. Ich werde den Doktor fragen, ob er dich nach dem Abitur zu sich nimmt in sein Büro. Aber Mutter, was du für Einfälle hast. Ich zum Rechtsanwalt. Nur bis der Krieg vorbei ist. Das Arbeitsamt würde mich gar nicht lassen. Damit du noch billiger für sie wäschst. Nein, ich will keine Almosen, von niemandem. Und verlange mindestens 100 Kronen. Weiß einer von euch, wo Vlastik ist? Keine Ahnung. Ich glaube, hier ist die Stelle, in der Mitte. Setzen Sie sich. Skalova, verteilen Sie die Bogen für unsere schriftliche Arbeit. Herr Professor, bitte verzeihen Sie, aber ich musste... Rejanek. Lingua latina eminenta. Disciplina non sufficienta. In die zweite Bank. Abiturienten. Wir beginnen in diesem Jahr die schriftlichen Prüfungen unter etwas eigenartigen Umständen. Ich brauche Sie wohl nicht darauf hinzuweisen. Verlassen Sie sich darauf, Herr Direktor. Meine Abiturienten werden Sie nicht enttäuschen. Die vom Herrn Landschulrat festgelegte Thematik. Bitte, Herr Kollege. Ja. Bitte, Herr Kollege. Cremutius Cordus. Jetzt bricht alles zusammen. Abiturienten, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Abiturienten, ich hoffe, dass das höhere Prinzip der Moral Ihnen nicht gestattet, sich eines so lächerlichen Betruges zu bedienen, wie es das Abschreiben vom Nachbarn darstellt. Konnten Sie etwas in Prag ausrichten, Václav? Mein Sohn ist verhaftet. Niemand weiß warum. Die Schwiegertochter ist zusammengebrochen, liegt im Krankenhaus. Es ist furchtbar, was heute geschieht. Herr Hitler. Herr Hitler. Wer ist der Direktor dieses Gymnasiums? Sie? Ja, ich bin der Direktor. Sie wünschen? Wir möchten mit Ihnen allein sprechen.
Rizanek, schreiben Sie gar kein Konzept? Augenblick bitte, meine Herren. Sitzen bleiben, sitzen bleiben. Havelka. Mutschka. Und Rizanek. Kommen Sie mit, kommen Sie. Herr Direktor, wir befinden uns mitten in der schriftlichen Prüfung. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich bitte Sie, kommen Sie, kommen Sie. Lassen Sie alles liegen. Kommen, kommen Sie. Mutschka, Havelka und der dritte, Rizanek. Gut. Aber meine Herren, wir schreiben gerade die Prüfungsarbeit in Latein, das ist unmöglich. Was wollen Sie? Ohne schriftliche Arbeit werden Sie aber nicht mehr zur mündlichen Prüfung zugelassen. Schweigen Sie bloß, Mann! Oder wollen Sie mitkommen? Vorwärts, vorwärts. Los, los! Wir sind Dalli. Nein. Los, schneller. Ihre Mitschüler sind soeben verhaftet worden. Ein absurdes Missverständnis. Abiturienten, ich habe mich erfolglos dagegen verwahrt. Aber das wird sich bestimmt bald aufklären. Das muss sich aufklären. Denn kein moralisches Prinzip darf zulassen. Abiturienten, trotz allem Bösen, wir müssen unsere Arbeit fortsetzen. Verehrte Kollegen, ich habe Sie als die ältesten Mitglieder des Kollegiums hierher gebeten, damit wir gemeinsam beraten, was wir in diesem Unglück tun müssen. Wer weiß, wo die ihre Finger drin haben. Das ist Unsinn. Es ist bestimmt nur wegen des Schaufensters. Jetzt sind wir alle dafür verantwortlich. Wir tragen die Folgen mit. Nach dieser Sache haben Sie überhaupt nicht gefragt. Ich glaube eher, die Jungs haben irgendwo was gesagt. Denn auch in der Klasse führen sie mitunter ihren Mund spazieren. In meinen Stunden nicht, Herr Kollege. Im tschechischen Unterricht leider ja. Jedes Wort unserer Dichter gemahnt sie an etwas. Solche Dinge gehören eben nicht in Lehrbücher. Kollege Richter, es ist noch gar nicht so lange her, da veröffentlichten auch Sie Verse zum Gründungstag unserer Republik. Ich erbitte mir Ihre unsachlichen Bemerkungen. Aber meine Herren, ich bitte Sie. Ich dachte, wir wollten hier gemeinsam beraten. Es ist schwierig, etwas zu unternehmen, solange wir die Ursachen überhaupt nicht kennen. Gehen Sie jetzt in Ihre Klassen. Und versuchen Sie, den Zwischenfall vor den Schülern zu verbergen.
Einen Augenblick noch. Kollege Wondratschek, würden Sie die Aufsicht bei den Abiturienten übernehmen? Galova, geben Sie das hier. Horak, Sie setzen sich sofort in die dritte Bank. Und Galova in die zweite. Ich werde euch helfen. Gefunden? Nein, nichts. Fescalo, aber träumen Sie nicht, schreiben Sie. Stenka, gib mir den Zettel. Bitte, Herr Professor. Schon fertig? 10.30 Uhr. Sie können gehen. Auf Wiedersehen. Horak! Kommen Sie zurück. Sie haben die Arbeit nicht beendet. Ich darf mich nicht aufhalten. Hängen Sie auch mit drin? Sagen Sie mir wenigstens, was los war. Ich weiß es doch nicht, Herr Professor. Wirklich nicht. Vor mir brauchen Sie doch keine Angst zu haben. Hab ich nicht, Herr Professor. Sie werden Geld brauchen. Sagen Sie es niemandem, nicht meinetwegen. Aber ich habe drei Kinder. Nein, Herr Professor, ich habe wirklich nichts damit zu tun. Ich will nur zu Ihren Eltern fahren, damit Sie vorbereitet sind, wenn Hausdurchsuchungen kommen. Und wenn man Sie erwischt? Nein, Horak. Ich verbiete Ihnen das. Das können Sie mir nicht verbieten, Herr Professor. Entschuldigen Sie. Wissen Sie nicht, wo Frau Ryschankowa ist? Vielleicht ist sie mal einkaufen gegangen. Soll ich ihr was bestellen? Danke, nicht nötig. Dann komme ich noch mal. Skalova! Schreiben Sie ihm das zu Ende. Unter uns, Herr Havelka. Ich glaube, Ihre weiteren Bemühungen sind bald gegenstandslos.
Ich löse das Gewerbe auf und werde Beamter. Die Protektoratsgesetze lassen sich dann auf mich nicht mehr anwenden. Sie irren sich, Herr Seitschek. Solange Sie noch Protektoratsbürger sind, müssen Sie zahlen oder es wird gepfändet. Ja, herein. Herr Habecker, einen Augenblick bitte. Ich muss erst den Herrn abfertigen. Ich bitte Sie, es ist sehr wichtig. Wenn es so wichtig ist, Herr Havelka, ich kann noch warten. Etwas für Sie Unangenehmes geschehen, Herr Havelka? In der Familie. Na. Ich will nicht stören. Aber nein, Herr Seitschek, bitte bleiben Sie doch. Mein Sohn wurde heute Vormittag in der Schule von der Gestapo verhaftet. Von der Gestapo? Das ist heutzutage bedenklich. Sie haben doch Verbindungen. Können Sie nicht in Erfahrung bringen, warum? Das ist schwierig. Höchstens vielleicht mehr inoffiziell. Was Ihres betrifft, das werde ich schon in Ordnung bringen. Sie können sich darauf verlassen. Dass Sie es einfach genagelt haben wollen. Soll ich schon dabei sind, wir sonst nicht gewohnt. Ist bestimmt nicht für Ihre Wehrmacht. Damit wollen Sie wohl wegschaffen, was Sie den Juden gestohlen haben. Ich nehme jedenfalls kurze Nägel, damit es auseinanderfällt. Guten Tag. Guten Tag. Ich muss an Mutschka. Wo ist der? Ja. Was ist denn los, Horak? Ist was passiert? Seien Sie vernünftig. Gehen Sie nach Hause. Als Direktor dieses Instituts haben Sie doch das Recht, bei der Gestapo nachzufragen. Es geht um die Reifeprüfung. Ohne schriftliche Arbeit wäre das unmöglich. Das widerspräche den Vorschriften. Kollege Malik, wir unterrichten zusammen seit 20 Jahren. Ich schätze Sie als Pädagogen. Und ich habe Sie als Menschen wirklich gern. Aber was Sie mir da vorschlagen, ist einfach naiv. Herr Kollege, auch die schlimmste Rechtsordnung der Welt gestattet immer noch... Lesen Sie Zeitungen? Wissen Sie überhaupt, was vor sich geht? Eine Rechtsordnung existiert nicht mehr. Aber man muss doch wenigstens ein Minimum an moralischen Prinzipien besitzen. Als Brutus die Hand gegen Cäsar erhob, ja, das war auch ein Attentat. Und dabei war auch Antonius keineswegs ein Moralist. Was denn, Sie haben alle schon die schriftliche Arbeit beendet? Einer hat vom anderen abgeschrieben. Aber das ist doch Betrug.
Wie soll ich das nun gerecht bewerten? Machen Sie über den Vorfall ruhig beim Landschulrat Meldung. Ausgerechnet Sie. Das schmerzt mich besonders. In meiner Klasse weiß man noch nichts davon. Die Abiturienten stehen vor dem Konferenzzimmer. Das heißt, in Kürze wird es allen bekannt sein. Bitte schicken Sie die Schüler nach Hause. Was soll dieser Auflauf? Sie gehen nach Hause. Und zwar auf dem kürzesten Weg. Verzeihung, Herr Professor. Weiß man schon etwas von Ihnen? Herr Lover, unterlassen Sie die Fragen. Ja, hier ist der Direktor. Benachrichtigen Sie sofort in passender Form die Eltern der Verhafteten. Ja. Der amtliche Bescheid kommt in ein paar Tagen. Ja, bitte. Die Verantwortung für den Vorfall trägt der ganze Lehrkörper. Ja. Herr Hitler. Wir sollen in passender Form Ihre Eltern benachrichtigen. In ein paar Tagen... In ein paar Tagen, sagt er, kommt der amtliche Bescheid. Die Verantwortung trägt das gesamte Professorenkollegium. Hallo, Herr Doktor. Wollen Sie zurück nach Kostelitz? Natürlich. Guten Tag, Herr Oberkommissar. Na, bitte. Weißt du was? Nein, nein. Danke, Herr Oberkommissar. Ich möchte Sie nicht bemühen. Ist es Ihnen unangenehm, mit einem Beamten der Geheimstaatspolizei zu fahren? Nein, nein. Gott bewahre. Oder haben Sie Angst vor uns? Na, bitte. Na, stimmt dir. Wo haben Sie eigentlich Tschechisch gelernt? Sie sprechen fast akzentfrei. Als ich in Wien studierte, habe ich mich für die Tschechen interessiert. Ich hatte schon immer für die Tschechen gewisse Sympathien. Da können wir ja vom Glück sprechen, dass gerade Sie bei uns in Kostelitz sind. Eins würde mich mal interessieren. Was denkt ihr Tschechen so über uns? Aber ehrlich. Unsere Fahrer sind zuverlässig. Kostelitz ist ein stilles, loyales Städtchen. Bis auf diesen etwas bitteren Abiturientenscherz im Schaufenster. Ein unglückliches Zusammentreffen von Umständen. Sie müssen das begreifen. Unsere Leute sind etwas empfindlich nach diesem Attentat. Ihre Abiturienten haben aber nichts zu befürchten. Wir kümmern uns jetzt in der Hauptsache um exponierte Persönlichkeiten. Sie verstehen wohl. Ja. Irgendwas Besonderes? Nein, alles in Ordnung. Nur ein verdächtiger Schüler. Hat er einen Ausweis? Jawohl, Herr Obersturmführer. Der Kerl wurde abseits der Straße im Wald aufgegriffen, von einer Streife, mit dem Fahrrad. Lass den Kerl laufen. Jawohl, Herr Obersturmführer. Schwein gehabt. Verdufte. Wenn ich Ihnen eine Zigarette anbieten darf? Bitte. Danke. Warum wollten Sie nicht gesehen werden? Es ist manchmal besser, sich nicht zu verbergen, wenn es hart auf hart geht. Überlegen Sie selbst. Halten Sie mal an!
Ich will Sie nicht unnötig kompromittieren, Herr Doktor. Wenn Sie lieber schon hier aussteigen wollen, bitte. Ja, danke. Und vielen Dank, dass Sie so liebenswürdig waren, mich mitzunehmen. Wenn Sie persönlich mal in Verlegenheit sind, etwas brauchen, kommen Sie zu mir. Herr Littler. Entschuldigen Sie bitte, wo finde ich die Wohnung von Frau Ryzhankova? Im ersten Stock die Treppe rauf, geradezu. Aha, danke sehr. Guten Tag, Frau Ryzhankova. Guten Tag. Mein Name ist Malik. Ich bin der Klassenlehrer Ihres Sohnes. Das freut mich, Herr Professor. Ist was passiert? Hat Schastik was angestellt? Wo denken Sie hin? Im Gegenteil. Ihr Sohn ist ein mustergültiger Schüler. Wir würden es besser drinnen besprechen, Frau Ryzhankova. Bitte, Herr Professor, treten Sie näher. Kommen Sie herein. Sie müssen schon entschuldigen. Es ist leider ein bisschen eng bei uns. Aber bitte, nehmen Sie doch Platz, Herr Professor. Ich wollte Ihnen nur... Oh Gott, was ist denn geschehen? Ist er verunglückt? Nein, nein, Frau Ryzhankova. Ihr Sohn ist heute aus dem Unterricht heraus von der Gestapo verhaftet worden. Von der Gestapo? Und warum? Das weiß niemand. Mit noch zwei Schülern. Motschka und Havelka. Und Sie selbst haben nicht die geringste Ahnung, warum? Nein. Nein, ich weiß auch nichts. Die drei waren Freunde. Sie haben bestimmt nichts Schlimmes getan. Aber heute genügt doch schon ein einziges Wort, Herr Professor. Und Sie schießen. Verzweifeln Sie nicht. Sie dürfen nicht verzweifeln, Frau Ryzhankova. Bis jetzt ist doch noch nichts verloren. Du hast gestern wohl angenommen, ich tue ihm auch noch Unrecht. Der hat bei irgendetwas seine Finger mit drin. Das ist bestimmt nur wegen der Sache im Schaufenster. Damit hat das überhaupt nichts zu tun. Das weiß ich genau. Woher weißt du das? Ich bin doch Rechtsanwalt. Wie liegen die Fakten? Haben Sie noch jemanden verhört? Professoren, Mitschüler, die Abiturienten? Nein. Sie kamen einfach. Haben sie festgenommen. Und niemand hat etwas erfahren. Was hattest du mit diesem Ryzhanek? Du brauchst mir nicht zu erzählen, dass ihr nur Tacitus übersetzt habt. Ging es dabei nicht um Flugblätter? Nein. Jana, gib es zu. Dann kann ich vielleicht noch etwas retten. Ich schwöre dir, Papa, es war nichts. Wirklich. Quäl das Mädchen nicht. Sie wird doch ihre Eltern nicht belügen. Wer kann das sein? Das ist Blaster mit Honza Horak. Was wollen die hier? Jana, hat dir Vlasic nicht irgendwas gesagt?
nicht, als ihr zusammen wart? Hat er dich nicht in irgendetwas eingeweiht? War er nicht mit Karl in irgendeiner Gruppe? Ich weiß nicht, Honza. Ich habe wirklich nur den Tacitus übersetzt. Nicht weinen, Jana. Man wird ihn freilassen. Jana, Prinzip kommt zu euch. Mit Vlastiks Mutter. Wartet hier. Ich bin für niemanden zu Hause. Das ist Janas Klassenlehrer. Ich kann mich in keiner Weise exponieren. Jana ist schon unten. Sie führt sie herauf. Verfluchte Eigenmächtigkeit. Warte. Dann bring ihn also herein. Die Frau lass im Vorzimmer. Herr Professor Malik. Guten Tag, Herr Doktor. Es ist mir ein Vergnügen, Herr Professor. Kommen Sie doch herein, Frau Ryschankova. Guten Tag, Herr Doktor. Du störst, Jana. Lass mich, Mama. Ich hätte mir nie erlaubt, Sie förmlich zu überfallen, Herr Doktor. Aber Frau Ryschankova und ich, wir verleben den schlimmsten Tag unseres Lebens. Ja, ja. Ich hörte schon von Jana. Leider sind mir Ihre Einzelheiten unbekannt. Glauben Sie mir, Herr Doktor. Mein Sohn hat bestimmt nichts Schlimmes getan, das weiß ich. Als Rechtsberater stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Jana, du lässt uns allein, nicht wahr? Aber bitte wollen Sie sich nicht setzen, Herr Professor. Wie war das also konkret? Pflaster. Lass doch mal. Und die Gründe der Verhaftung wurden nicht bekannt gegeben, Herr Professor. Ob dein Vater dabei etwas erreicht? Er weiß noch zu wenig. Er wird bestimmt tun, was er kann. Du musst ihn darum bitten. Der Direktor wurde telefonisch von der Gestapo verständigt, um die Eltern davon zu benachrichtigen. Wenn ich das alles überlege, die Aktentaschen sind dort geblieben, weder Professoren noch Mitschüler wurden verhört. Haussuchungen haben nicht stattgefunden. Ich sehe wenig Grund, den Fall allzu tragisch zu nehmen. Und was würden Sie uns also empfehlen, Herr Doktor? Vorläufig ist es das Beste abzuwarten, um die Sache nicht unnötig aufzubauschen. Aber ich würde Sie trotzdem bitten, Herr Doktor, sich freundlicherweise noch heute über die Jungen zu erkundigen. Bei der Gestapo? Ich? Ich habe als Verteidiger überhaupt keinen Zutritt zu der Gestapo, Herr Professor. Ich kann zu jedem Gericht gehen. Auch zum Landes- und Oberlandesgericht. Man erschießt doch gerade jetzt jeden Tag so viele Menschen. Für nichts und wieder nichts. Da handelt es sich um andere Delikte, Frau Ryschankova. Hatten Sie Waffen versteckt? Oder Feinden des Reiches Unterschlupf gewährt? Nein. Also was wollen Sie? Auf Ihren Fall ist das Standrecht gar nicht anwendbar. Ich glaube eher, es handelt sich um einen dummen Jungenstreich. Wie den im Schaufenster. Sie wissen ja, die Deutschen sind im Augenblick sehr empfindlich. Aber diese Sache wird nicht mal vor Gericht kommen. Und sollte es der Fall sein, dann werde ich mit aller Energie die Verteidigung übernehmen. Das kann ich Ihnen schon heute versprechen, Herr Professor. Und wenn Sie ohne Gericht verurteilt werden? Jana, hat dein Vater nicht zufällig einen Bekannten bei der Gestapo? Wie kommst du denn darauf? Mit wem soll er da bekannt sein? Zum Gericht muss ein Rechtsanwalt öfter. Aber mit der Gestapo hatte er nie was zu tun. Jana. Ich habe heute deinen Vater gesehen. Er fuhr im Wagen des Oberkommissars mit. Aber Honza, wie kannst du sowas von ihm behaupten? Ich habe ihn genau erkannt. Ich war in Milicin bei Mutschka. Und auf der Rückfahrt hielt mich eine Streife an. Da stoppte plötzlich ein Gestapo-Wagen. Keine 3 Schritte von mir entfernt. Dein Vater versuchte, sich zu verstecken. Wer weiß, was du gesehen hast. In Zukunft schleppst du niemanden in die Wohnung, bevor ich es erlaubt habe. Vater, was würdest du tun, wenn man mich heute verhaftet hätte? Absurde Frage.
Du hast behauptet, du könntest vieles erreichen. Warum willst du dich nicht für die Jungen einsetzen? Du bist dir nicht darüber im Klaren, was heute vor sich geht. Wie konntest du da Frau Rzhankowa trösten, dass du die Verteidigung übernehmen willst? Kümmere dich bitte um deine Sachen. Vater, mit wem bist du heute von Pardubice gekommen? Soll das ein Verhör sein oder wie? Honza Horak hat dich gesehen. Er wurde gerade kontrolliert. Dann sprich zu keinem darüber. Ich wurde aufgefordert, in seinen Wagen mitzufahren. Durfte ich das ablehnen? Vater, dann bist du doch mit ihm bekannt. Warum willst du nicht zu ihm gehen? Bist du wahnsinnig geworden? Das ist der Leiter der Gestapo. Soll ich wegen dieser albernen Jungen uns alle ins Unglück bringen? Vater! Jana, hör auf zu weinen. Ich werde mir alles überlegen und etwas unternehmen. Morgen kann es für die drei zu spät sein. Vater, ich bitte dich, versuche es sofort. Also 12 Mann für heute. Jawohl, 12. Die Exekution um 18.30 Uhr. Hier auf dem Kasernenhof. Ist alles genau vorbereitet? Jawohl, Herr Obersturmführer. Versteh mich doch. Den Jungen helfe ich nicht. Ich ziehe nur uns mit hinein. Die ganze Familie. Vater. Ich kann mich da nicht einmischen. Sie haben uns sowieso schon vor, die exponierten Persönlichkeiten. Komm nach Haus. Lass mich los. Du bist ein Feigling. Wie viel haben wir noch? Noch drei. Drei. Die nächsten drei. Aha, die Herren Abiturienten. Ihr Namen? Wlastimil Ryzhanek. Geboren? Padnatsa Unaratises 923. Deutsch. Alle Abiturienten müssen Deutsch können. 15. Februar 1923 in Kostelec. Der Nächste. Karel Mutschka, geboren am 4. April 1923 in Milicin. Nächster. Havel Kafranta, geboren am 26. Juni 19.000... Wie viel? 1923 in Kostelec. Material.
Kennen Sie das? Hä? Ja. Nein, ich nicht. Ich bin unschuldig. Tossem jau, Djalal. Oni stim nema i nic polichneho. Deutsch sprechen! Das habe ich selbst getan. Meine Schulfreunde sind unschuldig. Das ist egal. Sie sind ein Volksfeind. Die anderen haben davon gewusst. Hätten Sie Anzeige erstatten sollen. Das haben Sie unterlassen. Und damit haben Sie das Attentat gebilligt. Sie sind zum Tode verurteilt. Hinrichtung heute Abend, 6:30. Abführen. Los! Verurteilt? Warum verurteilen Sie uns? Ja, bitte. Herein. Ach, Sie sind Skalowa. Treten Sie doch näher. Hat Ihr Vater schon etwas in Erfahrung gebracht? Was ist geschehen? Herr Professor, mein Vater hat Sie belogen. Ich habe ihn gebeten, etwas für Vlastik und die anderen zu tun. Aber er ist nirgends gewesen. Wo denn? Wohin hätte er gehen sollen? Er ist mit dem Leiter der Gestapo bekannt. Er hat es selbst zugegeben. Und er ist nicht zu ihm gegangen. Er hat mich belogen. Nicht weinen. Nicht weinen, Skalowa. Manchmal kann die Angst auch einem großen Mann die Tatkraft nehmen. Wie wäre es, wenn ich es selbst versuchen würde? Hier muss es sein, Herr Professor. Ja, ich glaube, das ist die Villa. Verzeihung, könnten Sie mir vielleicht sagen, wo ich Herrn Worliczek sprechen kann? Sie meinen Obersturmführer Worliczek? Dann sind Sie wohl Herr Worliczek. Sie kennen mich noch nicht? Aha, dann sind Sie wohl nicht von hier. Ich lebe seit über 20 Jahren in dieser Stadt. Mein Name ist Professor Malek, Altphilologe am hiesigen Gymnasium. Klassische Philologie. Menin aedetea. Peleiados Achilleos, Ulomenen Hemyri, Achaios Algeteke. Ilias, war's so richtig? Verzeihen Sie, sind Sie auch Altphilologe? Ich bin der Leiter der hiesigen geheimen Staatspolizei. Geheime Staatspolizei. Gestapo. Noch nichts davon gehört? Also bitte, kommen Sie herein. Schau mal, Trude, das ist der einzige Mensch in dieser Stadt, der mich nicht kennt. Ein klassischer Philologe. Herr Hitler. Trinken Sie eine Tasse Kaffee mit mir, Herr Professor? Bitte. Bitte? Möchten Sie Kaffee oder Kakao? Schlagsahne? Danke. Günther, komm Kaffee trinken! Und Sie haben mich bis heute wirklich nicht gekannt, Herr Professor? Bestimmt nicht. Haben Sie irgendwelche Schwierigkeiten in der Familie? Nein, ich lebe allein. Aber
meine Abiturienten im Gymnasium. Unstimmigkeiten, oder? In meiner Klasse wurden heute während der schriftlichen Prüfung 3 Abiturienten von der Gestapo... Papi, Papi, guck mal, ein Goldfisch. Ja, ein Goldfisch. Aber du sollst doch die Tiere nicht quälen. Hm? Bring ihn schnell zurück ins Wasser. Marsch. Was haben Sie gesagt, Herr Professor? Von meinen Abiturienten hat die Gestapo heute aus der Prüfung heraus 3 verhaftet. Und was haben die 3 auf dem Kerbholz? Das wissen wir nicht. Das wurde uns auch nicht mitgeteilt. Auf jeden Fall werden wir es wissen. Sie wollen also, dass ich die Schüler freilasse? Von Ihnen hat bestimmt keiner ein Verbrechen begangen. Ich möchte Sie bitten, gegen diese jungen Menschen wohlwollend zu sein. Wohlwollend? Das ist ein ungewöhnliches Wort in diesem Krieg. Aber Sie, Herr Professor, Sie leben ja noch im Trojanischen Krieg. Ich bitte für meine Schüler. Hm. Als Student war ich in Wien bei den Pfadfindern. Dort hat man uns gelehrt, jeden Tag eine gute Tat zu vollbringen. Ich werde für den heutigen Tag diese gute Tat für Sie tun. Einsteigen, ein bisschen schneller! Tempo! Sind heute irgendwelche Abiturienten verhaftet worden? Jawohl, Herr Obersturmführer. Geben Sie mir mal das Material. Bitte, Herr Obersturmführer. Danke. Legen Sie es ganz nach unten, ich werde es mir morgen mal ansehen. Wolf kriegt es vorläufig nicht. Es war bereits in der Verhandlung. Die Schüler sind schon abgeführt worden. So? Obersturmführer, noch eine Unterschrift, bitte. Was, 3000 Kronen? Wofür? Die Prämie für den Mittelsmann, für die 3 Schüler. Ach, Unsinn. Quatsch. Raus! Die 3 Schüler kommen zuletzt. Marsch in die Garage! Die Nächsten! Na los, Mensch! Da kommt er. Warten Sie hier, Skalova. Herr Professor, die Sache ist erledigt. Haltet da. Danke vielmals. Er hat gesagt, die Sache ist erledigt. Gut, dass wir zu ihm gegangen sind, Skalova. Ich
habe eine Bitte an Sie. Gehen Sie noch heute zu Frau Rezhankova und sagen Sie ihr alles. Sie ist bestimmt sehr aufgeregt. Und dann kann sie vielleicht etwas ruhiger schlafen. Das tue ich gern, Herr Professor. Unseren Eltern werden Sie es gar nicht mitteilen. Jungs! 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 Ich habe doch gar nichts damit zu tun! Sagt Ihnen, dass ich nichts damit zu tun habe! Ihnen ist das gleich! František. Karel. Ich muss euch um Verzeihung bitten. Es ist meine Schuld. Ich habe damit angefangen. Vlastik. Du warst immer mein bester Freund. Und das bleibst du. Auch jetzt. Jungs, sagt ihnen, dass ich nichts damit zu tun habe. Also los! Raus! Jungs, ich bitte euch, tut doch was! Heul nicht, Franta. Willst du denen auch noch die Freude machen? Pavelka Franta, Schüler. Rozhanek Vlastimil, Schüler. Maučka Karel, Schüler. Durch das Urteil des Standgerichts sind Sie zum Tode verurteilt worden. Sie werden erschossen. Die Kisten, da hat mein Vater gemacht. Sonderkommando! Stückchen! Legt an! Feuer! Er sagte zu mir, die Sache ist erledigt. Es waren furchtbare Minuten. Die Hauptsache ist, Sie konnten es zum Guten wenden, Herr Professor. Vlastimil Rezhanek. Ich bin seit 45 Jahren Lehrer. Aber einen so begabten Schüler habe ich nicht oft gehabt. Sehen Sie sich das mal an. So wird Tacitus übersetzt. Sie finden nicht den geringsten Fehler. Und wie er den Autor verstanden hat. Ein Jammer, dass er die Arbeit nicht beenden konnte. Möchten Sie nicht Abendbrot essen, Herr Professor? Durch das Urteil des Standgerichts vom 5. Juni 1942 wurden zum Tode durch Erschießen verurteilt. David Jaroslav, geboren am 25. September 1893 in Burgralove. Schrammek, Jan, geboren am 5. April 1902 in Kostelec. Havelka, Franta, Schüler, geboren am 26. Juni 1923 in Kostelec. Rezhanek,
Vlastimil, Schüler, geboren am 15. Februar 1923 in Kostelitz. Moltschka. Herr Professor, nein. Hören Sie. Schüler, geboren am 4. April 1923 in Milicin. Die Verurteilten... Und ich hab ihm geglaubt. ...Attentat auf den SS-Obergruppenführer und Generalpolizei Reinhard Heinrich und forderte zur Unterstützung der Täter auf. Das Urteil wurde sofort vollstreckt. Das ist schrecklich. Die arme Frau Ryschankowa. Wissen Sie, ob Frau Ryschankowa da ist? Sie, Frau Lanskalova? Der Professor war bei der Gestapo, Frau Ryschankowa. Alles wird gut werden. Sie brauchen sich nicht mehr zu sorgen. Wirklich? Und wann werden Sie entlassen? Das weiß ich nicht. Vielleicht noch heute. Aber Fräuleinchen, was erzählen Sie da? Wir haben doch eben gehört. Was habt ihr gehört? Was ist passiert? Sagt es mir doch. Vlastik. Vlastik ist erschossen worden. Erschossen worden. Frau Ryschankowa. Gehe nach. Frau Ryschankowa! Havelka Franta, Schüler, geboren am 26. Juni 1923 in Kostelitz. Frau Ryschankowa! Schüler, geboren am 15. Februar 1923 in Kostelitz. Frau Ryschankowa, wohin wollen Sie? Moltschka, Karel, Schüler, geboren am 4. April 1923 in Milicin. Die Verurteilten billigten das Attentat. Das Urteil wurde sofort vollstreckt. Macha Alois. Das Urteil wurde Procházková sofort Eliška. Vollstreckt. Chochola Stanislav. Šimek Otakar. Svobodová Marie. Matoušek Zdeněk. Matoušková Marie, Veselý Ivan, Valenka Jan, Panik Josef, aufmachen! Pfeiffer Wilhelm, aufmachen! Aufmachen! Sirovátka Josef. Gib mir mein Kind zurück! Gib mir mein Kind zurück! Gib mir mein Kind zurück! 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 Mörder! Mörder! Zurück! Was haben Sie nun von Ihrem Rebellengeist? Man erschießt uns alle wie die Hussiten in Tabor.
Meine Herren Kollegen, ich betrachte es als erforderlich, sofort eine Loyalitätserklärung von hier abzusenden, und zwar an den Herrn Staatssekretär Karl Hermann Frank und an den Minister Moravec. Bitte, Herr Kollege, als Senior des Kollegiums machen Sie wohl den Anfang. Das Professorenkollegium des Humanistischen Gymnasiums in Kostelitz erlaubt sich die Ehre zu geben, in seiner Ergebenheit zum Reich und zu seinem Führer mit aufrichtigem Zorn die schändliche Tat dreier Schüler unseres Instituts zu verurteilen. Ich bin ein alter Mann. Ich will den Rest meines Lebens nicht mit Schande bedecken. Ich werde es selbst zu Ende vorlesen. Das können Sie sich sparen. Dann wird es erforderlich sein, mit den Abiturienten eine Versammlung durchzuführen, in der die aufrührerische Tat ihrer Mitschüler schärfstens verurteilt wird. Und das wird im Klassenbuch vermerkt. Aber wem wollen wir das übertragen? Selbstverständlich dem Klassenvorstand. Ich verlasse mich darauf, dass Sie umsichtig verfahren. Das höhere Prinzip bringen Sie bitte nicht damit in Verbindung. Ich weiß selbst, was ich zu tun habe. Abiturienten. Das Professorenkollegium unseres Gymnasiums hat beschlossen, mich zu beauftragen, Ihnen die gestrige furchtbare Begebenheit in passender Form mitzuteilen. Ihre Mitschüler sind gestern erschossen worden, weil sie das Attentat gebilligt hat. Da aber vom Standpunkt des höheren Prinzips der Moral der Mord an einem Tyrannen kein Verbrechen ist, protestiere ich, wie jeder ehrenvolle Mensch protestieren muss. Ich protestiere gegen den Mord an Ihren Kameraden, deren unschuldiges, reines Blut auf das Haupt ihrer Mörder kommen möge.